Das Korsett wird drüber gezogen, richtet alles und wird von einer Helferin gebunden, dann ist fertig. Und zum anderen sieht man unten an den Abschlüssen, dass wir da für die Dame, die das dann ja weiß, aber nicht zeigt, haben wir eine kleine rosa Borte eingepflegt, so als kleines Witzchen zwischendurch. Also das ist sowohl, was die Unterwäsche betrifft, was die Überröcke betrifft, als auch wirklich, was das Außen betrifft, das Oberkleid, viel aufwendiger gestaltet als der Herr. Das liegt einfach daran, dass wir hier für sie hatten wir eine Vorlage, wo wir genau, also Vorlage ist gut gesagt, das ist lediglich ein Brustbild, zu dem wir dann den Rest des Kleides recherchieren mussten, was möglich gewesen wäre in dieser Zeit. Und hier ist auch eine Haute Couture-Spitze verarbeitet. Es sind Stoffe miteinander kombiniert, Spitzen kombiniert, aber so, wie man es zu der Zeit damals im Barock auch wirklich gemacht hat. Also wenn man Hilfe hat und wenn man es gewöhnt ist, ist man mit 10 Minuten dabei. Ja, das heißt, es ist also was, wenn die Führerin sich ein bisschen verspätet hat, die Museumsführerin, kriegt sie das mit einer Hilfe in 10 Minuten angezogen. Kommt vielleicht noch eine Perücke dazu, ein bisschen schminken und dann sind wir in 10 Minuten dabei. Die Rekonstruktion, die wir hier gewählt haben, ist eine Mischung aus kompletter Authentizität, also was den Schnitt betrifft, als auch ein paar kleine Stellschrauben, eben genau für diesen Zweck, dass man wirklich alles zeigen kann, wirklich sich bewegen kann. Klar, die Führerin muss, wenn sie Treppen läuft, muss sie mal den Rock anheben. Das ist aber auch durchaus gewollt, damit das Erscheinungsbild natürlich auch entsprechend dem Barock im Moment jetzt so ist. Und ansonsten haben wir zum Beispiel hier die Ärmel, die sind unabhängig vom Unterkleid gemacht worden, dass einfach da eine bessere Bewegungsfreiheit auch vorhanden ist. Zu ihrer Zeit, in der das Kleid ursprünglich sozusagen zeitlich angesiedelt ist, war das noch nicht der Fall. In späteren Zeiten ja. Also wir haben so einen kleinen zeitlichen Mix gemacht, um der Museumsführerin möglichst viel Bewegungsfreiheit zu bieten.